Let's Play Deadlight bei Kein Plan Gaming, Folge Nummer 4. Ja, wir hatten jetzt seit der letzten Folge eine kleine Pause eingelegt und sind deswegen gar nicht mehr sicher, wo wir hier eigentlich sind. Weißt du noch, wie wir hergekommen sind? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das Tor da. Nee, Ja, weiß ich gerade auch nicht. Ich habe das mich voll Tor. abgeschaltet. Das Tor da, alles klar. Da sind wir rein. First Aid Kit. Wo können wir eigentlich sehen, wie viele First Aid Kits wir haben? Sieht man das hier irgendwo? Warte. Something horrible happened here. This is more than just abandonment. It was a fight. A big one. People made a stand. But how? Was it the military? This looks like something out of a movie. It's frightening to think that this is real. It all seems too impossible. Ach Ich so, weiß, du willst nicht, dass ich lese. das war das, was wir draußen gesehen hatten, dieses Schlachtfeld da. Oh, ich hab den umgerannt. Nee, er hat mich umgerannt. That fire is blocking my path. Okay. The smell is horrible. If I could find a way to put it out. Okay, wahrscheinlich ist da oben irgendwie so ein. Wie heißen die? Ah, ja. Du weißt, was Genau. ich meine, ne? Ja, so ein Wasserding. Das gibt's immer nur in amerikanischen Serien und Filmen. Wasserturm einfach nur heißt. Heißt der nicht einfach nur Wasserturm? Plan. Da oben ist einer, ich sehe ihn hier gerade. Oh, da kannst du auch rein. Ah, warte. So. Oh, da finden wir auch jetzt bestimmt wieder irgendwelche Infos. Ja, da liegt einer. The Idea of Idea of Stranger. Stranger. His O. name is. Elwood Tool. Kannst du dir diese Sachen auch nochmal angucken? Weil, warum Ich. solltest du IDs sammeln, Also, ich frage kann ich hier mich noch. mit Tab, kann ich hier halt reingehen. Hier ist halt. Sein Diary? Tagebuch. Oh. Achso, das. Ist aber echt viel zu lesen hier drinnen. Guck dich mal an. Guck mal, was er da alles durchgeschnitten hat. Oh mein Gott. Das ist Oktober 24. Dreams are my reality. Dreams are my reality. My Heißt das, dass er sich das alles jetzt so zusammenreimt, dass es gar nicht echt ist, dass er seine Familie sucht? Tja, also die Skizze sieht ja hammergeil aus. Ne? So ein Warte, Stil, ne? warte, diese hier. Ja, so ein Stil, das finde ich richtig geil, wenn man so malen kann, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist Hammer. Bei mir würde das aussehen wie dieses restaurierte Bild von Jesus. Wie sah das Markus, noch ich aus? bitte dich. Okay, Markus, wir müssen Also das alles ich gehe jetzt lesen. eben noch mal kurz in die Option, weil ich gucken will, ob wir uns diese Sachen irgendwo anschauen können. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Game Settings und dann ist das. Um die Geschichte zu verstehen, müssen wir das alles lesen. Also Ich drin. verliere mich so doll, ey. Status Screen Tab, da waren wir drinne. Aber ansonsten gibt's hier nichts, wo wir uns Sachen angucken könnten. Ja, irgendwie nicht. Lass mich das lesen und eine Zusammenfassung erstellen. Eine Zusammenfassung? Ja, das gebe ich dann gleich in kurzen Sätzen wieder. Okay, das soll ich dann hier reinschneiden? Ja? Okay, mal gucken, ob du es wirklich machst. Wenn du es wirklich machst, dann sehen wir es jetzt. Markus, aber. Ja, okay. Ja, okay. Willst du es jetzt lesen? Ja! Was willst du denn genau lesen? Also, ich weiß ja gar nicht, was das Älteste ist, was wir gefunden Also haben. 1985, 17., 15. Mai, da hat es hier irgendwie angefangen. Dann ist hier irgendwie eine Seiten rausgerissen. Ja. Und Dann dann sind der wir im 6. Juni. Juni. Und. Dann September. Okay. Dann gehen wir mal zum Mai zurück. So, was haben wir denn da? Okay, wir machen dann Lesestunde. Warte, ich gucke eben, dass wir die Folge extra lang machen, dass es sozusagen nicht zählt. Okay. Danke. Aber ich soll Englisch lesen, ne? Das tut mir ja schon jetzt leid, ne? Soll ich das vorlesen? Du kannst besser Englisch sprechen. Okay, ich versuche das jetzt vorzulesen. Okay. Ha, danke. I never thought that I could do something like this, resorting to a diary to express myself. But come on, what have I got to lose? My name is Randall Wayne. My friends call me Randy. However, I don't know many that call me that. A few days ago, I turned 33. I live in Hope, a small town in British Columbia. We are in a valley surrounded by nature, which is situated in the northwest of this great country called Canada. Here we have everything we need to be happy. If you compare my town to other cities, they are garbage. If I speak about those cities that I see on TV, Hope always seems the best place in the world for a man like me. My work also keeps me happy. I'm a park warden right here in the mountains. My work requires me to spend a lot of time far from home and to be in direct contact with the trees and the animals.
and the animals. I normally hike up the mountain by myself. Man can trust the mountain. The mountain never disappoints you. I don't need anything else. Sometimes having someone close is dangerous. Ordinary people speak too much and always disappoint you in the end. Okay, der ist ja ganz schön depri, ne? Hm. Und hier hat er was rausgerissen. Und meinst du, in der Zeit war da schon der Ausbruch? Also irgendwie... Nicht, ne? Ist irgendwie nicht so ganz... Da noch also nicht. Virus wird's jetzt nicht ganz klar. Mhm. 6. Juni. I lost my sense of direction today. In the forest. I was going back and forth from the cabin, but I wasn't able to find the way back. In spite of having the right way in front of me, I couldn't see it. Tomorrow I have to go back. It seems that there are poachers looking for trouble. I hate people that look for trouble, because those who look for it will always find it. Although what they find might not be exactly what they expected. In the afternoon, I found a deer which had been run over on the road. It was a strange day. A deer, das heißt ein Mädel? Ein Mädel. Okay. Ja. Ist interessant, wie du es interpretierst. Kann man auch so lesen. Ich frag ja. Ich habe Deer noch nie gehört. 9. September. Reindeer. Ah, okay, ist ein Reh. Mhm. 9. September. Where have you been hiding, my dear diary? I have my daughter to thank for finding you again. I forgot to write. I know, and already summer has almost gone at a stroke. I like this exercise of writing, opening myself to others. Even though nobody will read it, it gives me peace of mind. I feel that I exist. Also, I like to read things like this in the books that I carry to my watches. You never forget the thump. Okay. A blow on the very heart. You remember it. You dream of it. You wake up at night and think of it. Years after, and go hot and cold all over. Clay Conrad. I was the same age as my daughter when my father abandoned my mother and disappeared for good. I think the childhood events really affected me and stayed inside me just like a burn that will always leave a scar on your skin, although the wound is closed. A vivid memory of what it became. When you abandon something, it's because you don't want it. I believe so. I will never be like him. I will never abandon those that I love. Between a father and a son, there are big differences. Okay. 2. Oktober. Today I have a headache, sore bones. The cold weather has begun and the mountain is getting ready for the new season. I also had a terrible migraine in the afternoon. 10. Oktober. In eine Unterbrechung. Ja. Egal, was man in ein scheiß Tagebuch schreibt, man jammert immer noch rum. Kann das sein? Ja, dafür ist es doch gedacht, oder? Warum sollte man sonst ein Tagebuch schreiben? Ja, man schreibt ja nie gute Sachen rein. Also doch, heute war ein toller Tag. Naja, mir ging's einfach super. Naja, man schreibt nicht tollen Sachen rein, aber man klebt doch dann so Tickets. Oder wenn du im Vergnügungspark warst oder im Kino oder irgendwas Besonderes war, dann klebt man die Tickets doch wenigstens rein, dass man die als Erinnerungsstück dann drin hat. Hast du ein Tagebuch? Nein, aber wenn ich eins hätte, würde ich das so machen. Ja, coole Idee. 10. Oktober. What an obsession. I spent whole day with numbers in my head. A 10 for here, a 16 for there, an infinite number of trees that I have counted in the forest. 3 foxes, 1 bear, 10 words said in all day, and 30 times that I've sat down to see the horizon on the binoculars. 252 steps from the cabin to the road. 30 steps to go around the cabin. I don't know how many words there are in this diary, but there are many more words that are burning inside me, the words that I don't write. I'm afraid of closing my eyes and dreaming. I'm having this fear of everything coming back again, and the wind of the past hits my back. This loneliness doesn't seem enough, and nor is enough to write on this notebook now. Sometimes I also see what happened if I am awake. Also, die Frage ist ja auch, warum sind die von diesem Cabin weg? Ne, weil die sind da ja jetzt in einer Stadt. Mm. Boah, Oktober 15. Thanksgiving. Today was a day to remember. My wife made a great stew again. The whole family had dinner in silence, but it was a pleasant silence. It's not always necessary to fill the emptiness with words, right? Instead, Lydia was a bit sad for Nick. She says that he deserved better. Nick deserved better, and I think that we all deserve better. At least Nick's meat was tasty.
typical of kids, the way they insist on personifying the world around them and on giving names to everything that they find. I had to break Nick's neck myself with my bare hands. It's not that I'm a coward, but I don't like killing animals with my hands. Even less so when it's got a human name. In my job, sometimes I have to sacrifice animals that are sick or that pose a danger to others. I know that all deaths are the same, even if it was a turkey with the name of a used car dealer. Hm. Okay, weiter. Das ist echt viel Text. Das ist echt viel, ne? Ich dachte auch jetzt Schluss. 19. Oktober. They've sent a message warning to poachers. Ben Parker, an acquaintance of the town, made a phone call to the warden's office. It seems that he saw some hunters in the protected sector. Ben is a good guy. I think he's the only man in the town who can talk to. I saw him in the mountain and he's not one to look for trouble. He's often come to see me and we talk about this and that. He's a man of the world and easy to get along with. On the way back, I came across a van parked at the side of the road. Two girls were on the shoulder, playing like little kids, playing and laughing. I've known those idiots for some time. They're always hanging around. The younger one, a tanned and chubby girl, couldn't stop smiling. She didn't say anything special. Unlike the other one, they are from Vancouver and were looking for plants that help to cure goodness knows what illness. I've warned them. The forest knows how to find its food. It's not safe for girls to go into the forest to pick flowers. Wild animals do their job, just like I do mine. When they were leaving, over the engine sound, I could still hear one of the girls laugh. I hate city people. Ist er ein Jäger? Ja, er hat doch gesagt, dass er ein Förster ist. Förster, ah, ja. Okay. So, hier... Man kann das nicht erkennen, was da vorher stand, ne? Nee, nicht im geringsten. Irgendwas mit Forest, glaube ich. Dreams are my reality. Und dann, 24. Oktober... I'm afraid of the night, I'm afraid of the night, I'm afraid of the night, Marco. I'm afraid of the night, 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 I'm... So, jetzt sind wir alles. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, das... Anna, ich hasse dich. Okay, wir lesen jetzt, pass auf, wir lesen jetzt wirklich das komplette Tagebuch durch. Ja. Ich gehe davon aus, dass die ganze Zeit hier unten ein Link ist, wo ihr das Ganze überspringen könnt. Guck mal, das ist innerhalb Oktober passiert. 5. Und anfangs war noch so, hörte sich das noch so okay an, ne? Und jetzt, bam. Okay, 5. Dezember. In spite of the migraine, I may still be able to forget everything and be only aware of the good things inside me. My maternal grandmother, who was already over 80, died. The only person she had beside her was a nurse. The old woman lived alone and died alone. The girl said that before my grandmother died, she lifted her head up off the pillow and looked from one side to the other, as if she were trying to find someone, and then she lay down again and died. There's no doubt that a void surrounds me, but I'm also sure that I haven't completely fallen into it. At times, I feel that if I lift my head, I will be able to cross to the other side. Das ist ja schon ziemlich verzweifelt an der Stelle irgendwie. Mhm. 12. Dezember. Lydia has all the imagination that her mother lacks. Shannon has been worried and angry for a few days. I can tell that she's upset with me. I know well that I've spent time outside, more than I should have. But in this season and with the chaos of the poachers... And the hunting, I couldn't do more for her, nor for us. I know that I feel sorry. I feel sorry. 25. Dezember, Christmas. Hier sind Sternchen aufgemalt. Don't you like it, Randy? The mountain is beautiful. Merry Christmas. Happy 1986. Hier wieder rausgerissene Seiten. Hier war eine Kaffeetasse. 14. Januar. Yesterday I went back to Harry's Corner for the first time in a year. I don't like closed spaces. I was going only to have a beer with Ben and would leave after that, but he was late. The stuffy air of Harry's Corner and all those regulars analyzing each other of my gestures make me very nervous. I don't like how those guys look at me. I don't like when they speak. I don't like their laughter.
I can't hear what they say, but I am sure that they are talking about me. When Ben arrived, he brought some wrinkled clippings from the local newspaper. He remains concerned with the attacks in the forest. What does he want me to say? I can't do anything. But Ben stands his ground because the best we can do is organize for some people of the town to go out to the mountain to chase the bears. He is sure that if we scare off some of them, the people from the city will return, and that the business will return. I told him what I think. The carrion nourishes soil, and even though you can scare off some animals, new ones will come. If you pull out a fang today, a new one, a strange one, a stranger one, will grow back tomorrow. Stronger one will grow back tomorrow, danke schön. Nature is like that, and the men who want to control it are like that. Rausgerissene Seiten. Meinst du, wir finden die rausgerissenen Seiten irgendwann und dann müssen wir da rumblättern und das mache ich nicht. Ganz ehrlich, wenn mir jetzt nicht angezeigt wird, wo die sind, dann mache ich das nicht. 27. Februar. There's a strange feeling of... Was ist das? Unrest in the forest. I'm getting it from the trees and animals. What the hell is happening in this world? Altercations with the police in southern Poland. It seems like something serious is happening in Europe. But they are not saying anything. I think they are hiding the worst part. People say that the army is launching chemical agents over little town. The people are mad furious. Several cops have died. But the government denies it. It's snowing again today, and the silence here is scary. 1. März. Since that strange dream that I had, it seems like the world is awakening every day with a new revolution. Normally I don't pay too much attention to the news or television, but something serious is happening, that's for sure. Shannon is worried too. She wants us to go to the town to buy some food, supplies, she says. She says that she talked with some neighbor and they're getting prepared. There's been lots of tension that seemed forgotten in Europe. A wave of violence, a new world war. I already said that you can't trust those commies. 7. März. A week has passed since the last time I wrote. I didn't really know quite what to say today. They're talking about an infection. People are getting ill all around the world. They die easily. They are sacrificing animals. Europe is in quarantine and nobody knows what to do. There have already been some confirmed cases on the east coast of the USA. The Prime Minister says that there's nothing to be worried about, but nobody believes him. I forbade my wife from leaving the house. I will take care of everything. 10. März. We had a meeting today in the head office. One of the Mountie supervisors has come to visit and given us some advice, plus information. It seems like it is a rabies epidemic. But the virus has mutated, he says, and like during another epidemic, we need to take special precaution when dealing with wild animals. In some cases, the death and mutilations, like other problems in the forest, have stemmed from them. If a human is attacked, he will present the same symptoms always immediately. We must raise the alarm about any sighting on the mountain. 12. März. The wave of violence has spread beyond Europe. They say that the hospitals weren't ready for something like this. What does something like this mean? What are you talking about? About an innocent rabies epidemic? No, I don't believe them. But the lies go further. People on this side of the ocean say that everything is under control. They are talking about more than 300 people being affected. But I don't really know if that word means the dead or the infected. Those bastard politicians, they keep lying. Today a plane crashed in the Gulf of Mexico. Nearly 150 people are missing. And is God considering doing anything? I'm not a religious person, but I know that any wild fox that I protect out there is stronger and fairer than the god that they pray to. I need to go back to the forest, go back to the place where I am and who I am and where nothing worries me. Ich glaube, ich brauche gleich ein Glas Wasser. 16. März. Nobody walks the streets alone. Everyone goes with somebody else. We can chew the fear like wasted chewing gum that lasts forever. They broadcasted some images on TV. A man entered a bank and without saying anything attacked the workers and customers. He didn't take a single cent.
When he went out, the police shot him. But he kept walking towards them without fear. Too much blood on TV these days. 23. März. Shannon, my wife, is very nervous, but she doesn't want Lydia to know it. We keep her out of it. 25. März. We've lost communication with the outside world. Yesterday I switched on the TV. They were broadcasting an emergency signal together with an irritating buzz. All those cowards in Ottawa are hiding. The radio isn't working either. We can't hear anything. Well, I lied. The local station is working, but they keep putting music on all day. Nobody speaks. Nobody tells us anything. There's a heavy silence. Aber 26. März. Was zeigt die Skizze denn? Das sieht echt sehr abstrakt aus, oder? Also, das ist eine Hand, die hält da was? Die hält einen Kopf auf der einen Seite, aber da ist auch ein anderer Kopf auf der rechten Seite nach oben gerichtet, oder? Ja, so würde ich das auch sagen. Das ist richtig. Krass. Ja. Das ist auch wieder zusammengeklebt. Das wurde mal rausgerissen irgendwie. Oh ja. Das ist wahrscheinlich eine Seite, die wir gefunden haben. Vielleicht eine, die wir gefunden haben. A dance of helicopters all morning. Shit, it's there again. It's the same one that has spent the night flying through the valley. It looks like the military is finally getting involved in the problem. They are emitting a message. The local population has to go to the aerodrome in the afternoon. There's no time, they say. It seems that the army will take us to a secure area. So the city is no longer secure? A tiny town, isolated from everything and surrounded by a deep forest, protected by mountains, is no longer secure? What the hell are these men talking about? I don't understand anything. Hope, how ironic. The city has become a place without hope. I must do something. My family's in danger. Whatever it is, it has arrived in Canada. 20. April. I haven't written anything for quite some time. Our town was overrun. I fought with Ben and the other men, but our barricades were useless and there was no stopping them. When I got back to the house, Shannon and Lydia had gone, just like everyone else. There had been a mass exodus from the town of Hope. Parker and I followed, and since then we haven't separated even to answer the call of nature. We walked through the forest, fleeing the catastrophe, channeling our remorse, until we reached Vancouver. We thought that in a big city things would be better. We'd find our people. How naive we were. Vancouver is unrecognizable. There's no food, no fuel, no hope. We ran away, taking shelter like animals, barely sleeping. There are hundreds of these things everywhere. Shadows. That's what they've called them since it started. Shadows that live in the darkness, that once had human form, that once belonged to man. Shadows of a life that has ended. Their sinister wails torment us at night after night. I think of Shannon and Lydia every second. They're out there somewhere, frightened and on the run. Talk about looking for a needle in a haystack. I miss them so much. 30. Chaka. Today Parker and I discovered a group of survivors. They had been hiding since the city collapsed, more than a month ago, like in Hope. They no longer have water and food. They are scared. They drift around the city suburbs, and for a moment they were about to kill Ben and me. The group is composed of 2 adult males and 2 women. They are armed. One of the men is a cop, but he is very old. The other seems like he's never shot a gun in his life. He looks like a university professor. Redhead, skinny, cannon fodder. The women are twins, young. They are a reflection of each other. Pause. The women are twins? Meinst du, ja, das ist die eine, die wir am Anfang des Spiels umgebracht haben. War das Zwillinge? Das weiß ich gar nicht mehr. Es waren bestimmt Zwillinge, weil es waren auf jeden Fall Geschwister. Okay. Schwestern. It seems that they are not related to the men, but I don't know why the men have been protecting them for such a long time. The old man says that he heard a message on the radio from a crashed police car. The message talks about a city on the other side of the border. He wants us to go south. He already talks about us as if we were a group. We must help each other, he says. Ben thinks that it's the best to all go together. A group,
hurt. Tomorrow we'll head to Seattle. There's a talk of a safe point, immigration, Shannon, Lydia, they're somewhere on that road. Ausgerissene Seiten. 6. Mai. I found some press clippings in the house of an old woman who decided to take her own life. The woman craved a hobby at the height of the catastrophe. I think it occurred only recently because of the smell of the body. It appears that they declared a war all over the world, living humans against shadows of the dead. The government didn't skimp in order to fight against the disease. They used armies, firearms, hundreds of doctors. Each person defended himself in their own way. At the beginning of April, a nuclear power station in the Soviet Union exploded. I think it was called Chernobyl. It was abandoned to its fate. Atomic bombs were dropped in China, Korea, all in the southeast of the United States, it seems. For a few days, the world became a gigantic fireball. I don't know what we're going to find in Seattle on the road. You meet all types, but they're all heading to the same place. Safe haven, safe point. It's on the radio, they say. Well, that's where we're heading. Hat er das nicht mal vorgelesen, während wir gespielt haben? Das haben wir, als wir gespielt haben, einmal vorgelesen schon. Das hier? Ja, so. Das hatten wir mal gefunden. Das ist ja auch dahin reingeklebt worden. Okay. Mai, 14. Surviving is not child's play, particularly when darkness falls. Night repeats themselves and our travels never begin. We travel slowly, stealing fuel from abandoned cars. Sometimes we come across the shadows, other times we must confront them. You must shoot them in the head, that's all. It is the only advice that God gives us to survive this apocalypse of the dead, that wake up and walk. But if it's true that they are not alive, why do they need to feed on us? How the nightmare doesn't end at sunrise. We woke up at dawn in an abandoned barn next to the survivor group of Seattle, together with Ben. The twins were not sleeping this time. No, instead they were screaming. They were screaming outside. The university professor was outside for his watch. The university professor had been attacked while he was watching over us. A bite on his arm. He was bleeding. We had to clean up the area. Later, the redhead guy, the damn university professor, bled to death in front of us, and he stopped breathing. We all knew what was going to happen next. Every single one of us. I had to sacrifice him. Oh. 7. Juni. Lydia, Shannon, names that I can't forget. My head is divided into thousands of fragments, little pieces of smashed crystals. Ground sugar, interrupted words. A puzzle I can't solve anymore. There's no future. These are the days without any tomorrows. 1. Juli. When I was younger, I could remember everything. Things that happened and that did not happen. Now I have to look through. Now I have to look through these pages if I want to find my memory. We can see the city far away, and everything we heard about it seems true. Seattle is a ghost city. You'll never find a place that's nice and peaceful, because there isn't any. It didn't exist before, and it even less so now. You can deceive yourself like the professor. You may think there is, but once you get there, when you're not looking, somebody will sneak up and write fuck you all under your nose. Ausgerissene Seiten. Und wir sind durch. Es hat auch nur eine halbe Stunde gedauert. Also, Markus, während du vorgelesen hast, war ich ja ganz fleißig. Ja. Und hab mir ein paar Notizen gemacht, damit wir es jetzt noch einmal kurz zusammenfassen können. Super. Schön, ne? Also, in dem Tagebuch haben wir erfahren, dass der Randy, den wir hier spielen, ein Förster war vom Beruf. Und zusammen mit seiner Familie, seiner Frau und seiner Tochter, die hießen Lydia und Shannon, zusammen in so einem Wald, in so einer Hütte gewohnt haben. Also so richtige Dorfmenschen waren das, ja? Mhm, Waldmenschen. Waldmenschen, ja. Und so nach kurzer Zeit bemerkt er schon so Unruhen, die in Europa vor sich gehen. Und dann wird halt bekannt, dass da eine Infektion ist und Quarantäne und sowas, aber die Politiker verstecken das alles so, wie das immer bei Zombie
Sachen. Damals gab es ja noch kein Internet, kein Twitter und kein Facebook. Ja, genau. Keiner sagt die Wahrheit in den Nachrichten und so. So, dann werden so erste Zombies, wobei die dort nicht Zombies genannt werden, sondern Shadows. Ja, du musst es auch ein bisschen schnell zusammenfassen für die Leute, die jetzt 30 Minuten hier mit uns alles durchgelesen haben. Ja. Die wollen es nicht nochmal hören. Okay, Militär, bla bla bla. Genau, dann kämpfen die in der Stadt und als er nach Hause kommt, sind seine Frau und seine Tochter weg. Und ab da ist er jetzt unterwegs mit so einer Gruppe und er sucht die. Ja? Das ist ja ein halbes Jahr her. Glaubt er wirklich, dass er die noch findet? Er hofft, dass er sie findet an diesem Safe Point. Warum sollten die am Leben sein? Alleine unterwegs? Er hofft ja, dass die dort abgeholt wurden vom Militär, als er weg war. Stimmt. Das hofft er. Okay. Lass uns jetzt mal weiterspielen. Ja! So. Kannst du dir auch irgendwie jetzt vielleicht merken, hast du ja aufgeschrieben, auf welchen Seiten wir das noch nicht hatten, also wo noch was fehlte? Nee. Aber das muss, ja, nee, hab ich nicht. Egal. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Egal. That water tower looks weak. I could tackle it down. Alles klar. Ab dafür. A waste of precious drinking water. But I have to find my friends, my family. The fire should be out now. Die Musik klingt so, als wenn da ganz viele Zombies gleich sind. Mhm. Ja, da unten sitzen schon welche. Die Musik ist aber allgemein ziemlich cool, finde ich. Oh, die stehen da so voll teilnahmslos. Und jetzt bewegen sie sich. So, dann pfeife ich die jetzt alle ran. Wollen wir mal gucken, wo ich gleich hinlaufen muss. Ich muss da gleich an die Seite und dann nach oben hüpfen, ne? Das denke ich mal auch. So, Monkey. Warte. Denk dran, bei hohen Sprüngen und oh, das war runtergefallen. Hast du es gesehen? Oh ja. Zombies. Oh, gut, dass ich das so auf Anhieb jetzt alles hingekriegt habe. Ja. Bei weiten und hohen Sprüngen, denk dran, dass du dich so abrollen kannst, ne? Wenn ich keine Energie verliere. Mhm. Achso, ich kann hier... Oh, ist das schwarz. Ja, man sieht ganz wenig gerade, ne? Was geht? Ah, hier liegt irgendwas. Ja, nimm. Submitted to the Seattle Police Department. Warns the authorities about the ongoing threats of the neighbor on the third floor. Okay. Aha. Das ist wahrscheinlich jetzt kein Tagebucheintrag. Da stand hier nur... Wow! Ach du schon. Okay. Nice. Das lief doch ganz gut, ne? Hast du... Nee, du hast nicht unendlich Patronen. Nee. Die gehen weg. Ich lade eben nochmal nach. 15 Schuss habe ich jetzt insgesamt noch. So. Es ist aber auch wirklich ungewohnt, wenn du dann Zombies hast, wenn du dann schnell zur Maus rüber switchen musst, sozusagen. Ja. Kann ich da reinklettern? Ist hier ein Zombie? Warte. I'll kill you, freaks. Da liegt einer in der Ecke, oder? Das ist ein Stuhl hier rechts. Das kann ich dir nicht sagen. So. Dann geht's hier wieder raus, oder? Ja. Da geht's wieder hoch. Von rechts nach links. Wie viel wir hier klettern müssen, nur um... Wo wollen wir eigentlich nochmal hin? Wir wollen noch... Immer weiter nach rechts eigentlich, oder? Da geht's hoch. Komme ich aber nicht hin. Okay. Wieder zurück. Nochmal gucken. Ist auch wirklich ein bisschen blöd, wenn man nicht so richtig erkennt, was da jetzt ist, weil dann... Ja. Also da ist ein Loch im Boden. Muss aufpassen. Also ich spring da jetzt rüber. Aber bringt gar nichts. Hm. Aber vielleicht kannst du von da nach oben springen oder so? Ja, wenn ich da was sehen würde, ne? Ne. Wenn ich jetzt hier so hoch springe, macht er nichts. Sicher auch nicht ganz. Hier ist ja auch so ein Ding, was da hängt, ne? Aber irgendwie... Irgendwie kann das nicht richtig sein. Irgendwas ist da falsch. Okay, müssen wir hier unten nochmal gucken. Kommt man da hoch? Hier, wenn ich jetzt hier so hochklettere... Ja, siehste. Nee. Muss ich da auf irgendwas schießen?
Oder ist hier draußen noch irgendwas? Nee. Also da oben, das leuchtet auf jeden Fall. Das heißt, man kann da irgendwie rüber. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich da drauf schießen soll. Aber warum ist denn da auch ein Loch im Boden? Das hat doch auch irgendwie einen Grund, oder? Das ist wieder so ein richtig dummes Rätsel, was eigentlich voll einfach ist. Kannst du die Tür da kaputt schießen? Ich kann mal versuchen, ob ich... Aber da ist auch nichts, wo ich drauf schießen könnte, ne? Ich mach einfach mal einen Schuss. Ja, bringt gar nichts. Das Loch, wo fängt das an? Hier kann ich noch stehen. Oder warte mal. Warte, ich habe eine Idee. Muss ich da vielleicht so einen Doppelsprung machen? Wie wir neulich gelernt haben. Ja. Warte. Wie war das noch? Nee. Oder? Also nochmal. Ja! Ja! Das ist aber wirklich mit der... Das ist schwierig. Mit der Steuerung, nochmal alle, die jetzt irgendwie hier erst eingeschaltet haben, wir spielen das ja mit der Tastatur. Und das ist echt schwer, weil ich muss das alles mit den WASD-Tasten machen. Und mit der linken Shift-Taste sprinte ich, dann mit Space springe ich. Und ja, könnt ihr euch vorstellen. It seems that those planks block up the way to the rooftop. I think that those shadows might be of help to me. Achso, ich muss jetzt alle ranlocken, damit die zusammen... zerplatzen da. Mhm. Jetzt, wenn die alle drei drauf sind, müsste das einbrechen. Mhm. Aber jetzt komme ich ja hier nicht rüber. Nee. Oder so, kannst du da nach unten springen? Da kannst du nach unten springen. Wo nach unten springen? Ja, wenn du da... Oder kommst du da nicht... Ach so, kommst du über den Zaun nicht rüber? Nee, das sind ja Stachel oben drauf. Aber vielleicht hat das jetzt irgendwas gebracht, wenn ich jetzt hier runtergehe. Warte. Scheiße. Oh, du brauchst ein Medikit. Ja, ich weiß nicht, wie man das benutzt. Wo finde ich das denn? Muss ich da irgendwie eine Taste drücken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Weiß nicht, aber wir sammeln die doch die ganze Zeit auf. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man die benutzt. Ja. Dann geh doch mal eben ins Menü nochmal. Freaks. Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Ins Menü? Everybody reacts to fear different. Ja. Moment. Miss. So, jetzt. Option. Settings. Controls. So. Siehst du was? Ich sehe nichts. Sammelt der die Dinger nur ein und benutzt die dann direkt sozusagen? Ich weiß es echt nicht. Ich kann auch mal hier Tab drücken. Ja. Scene Stat Style. Diary und Status gibt's. Und hier... Geh noch mal kurz auf Diary, da links. Was steht da? Pages? Achso. Ah, hier ist nichts, Anna. Fertig aus. Wir müssen jetzt nicht so lange gucken. Tut mir leid. So. Dann nehmen wir jetzt hier aus dem Fenster wieder raus. Und ich springe jetzt einfach mal so ganz mutig an die Leiter ran. Da oben, Leute. Okay. Und dann... Da hoch. Und dann hier rein. Ist das richtig? A testament letter, written by one of the apartment block residents. It says, among other things, that he decided to blow up the building's boiler to kill all his infected neighbors. Hm. Und jetzt da muss ich da... leuchtet das. Und da an der Seite. Okay, warte. Oh, das war knapp. Ja. Aber es hat geklappt. So. Und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich da so ein... Achso, jetzt muss ich wieder so einen Abrollsprung machen. Okay. Oh, das hat doch geklappt. Das war top. Hatte ich auch genug Zeit zum Reagieren.
Und ich würde sagen, was jetzt dahinter ist, wo der Strom ist, das schauen wir uns in der nächsten Folge dann an, die dann hoffentlich normal lang ist, ohne langes Gelese. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.